Hallo Leute, ich grüße euch. Heute geht es erst einmal nicht ums Training, heute geht es ums Essen und was so in dem Essen an Nährstoffen drinne steckt und was die für eine Bedeutung haben. So Freunde, jetzt Augen auf und viel Spaß dabei. Haferflocken esse ich zum größten Teil am Morgen. Und warum das so ist, das seht ihr hier in der Nährstofftabelle, die auf so einer Haferflockentüte draufgedruckt worden sind. Haferflocken sind erstmal ein eiweißreiches Getreide und sie haben das meiste Fett von all den Getreidearten mit fast 7%. Weiterhin sind Stoffe drin wie Antioxidantien und Enzyme, die Fett spalten. Weiterhin ist zu sagen, dass bei der Herstellung von den Haferflocken der Keim und die Kleie nicht entzogen werden, sodass eben die Haferprodukte besonders nährstoffreich sind. Außerdem ist zu sagen, dass sie sehr ballaststoffreich sind und das ist wiederum für den Magen-Darm-Trakt sehr wichtig und daher senken sie nämlich auch den Cholesterinspiegel im Blut und sind somit vorbeugend gegen Arterienverkalkung. Ich mache immer einen Mix aus Rosinen und Biohonig. Hin und wieder kommen natürlich auch mal ein paar Nüsse dazu, da gibt es ja in den Läden so einen Nussmix, der kommt mit hinzu und dann habe ich ein ausgewogenes Frühstück. Ja, wie viel esse ich? So an die 250 Gramm Haferflocken, eine Handvoll Nüsse und Rosinen und einen großen Löffel Honig und das war's dann gewesen. Nachfolgend könnt ihr sehen, was in den Rosinen drin steckt und in den Nussmix. Ich habe mal hier die wichtigsten Nüsse, die in so einer Tüte drin sind, aufgelistet. Und ihr seht, dass da eben sehr viel Fett drin ist. Das Fett ist sehr gesund. Bei mir ist eben auch wichtig, dass die Haferflocken eben auch noch was schmecken und die Nüsse bringen ihren eigenen Geschmack mit und das verfeinert das ganze Frühstück. Denn wenn das so ein Einheitsbrei ist, den isst du zwei, drei Mal in der Woche und dann war es das gewesen. Und somit habe ich wirklich eine vollständige und vollwertige Nahrung schon frühs. Als nächstes trinke ich Gemüsesaft. Das bringt viele Vitamine, Mineralien, sekundäre und primäre Pflanzenfarbstoffe. Die sind wichtig für den Zellstoffwechsel und das Immunsystem und für viele Körperprozesse. Dann mache ich noch 5 bis 6 Esslöffel Pflanzenöl rein. Verschiedene Sorten von Distelöl über Rapsöl und Olivenöl und das wird dann dazu getrunken. Das Öl bringt Vitamin E mit und Vitamin D. Die Ölsäuren sind gut für das Herz-Kreislauf-System und für den Magen-Darm-Trakt sowie für Heilungsprozesse und natürlich auch als Krebsschutz. Hier könnt ihr mal sehen, dass die einfach ungesättigten Fettsäuren, die guten Fette, hier dominant sind mit knapp 71 Gramm. Und hier mal ein Blick auf meine Ölflaschen. Ich kaufe immer verschiedene Sorten und jeden Morgen ist dann halt hier eine Ölung bei mir. In der ersten Pause auf der Arbeit esse ich viel Rohkost. Ihr seht Möhren, Äpfel, Paprika und Tomaten. Und das sind ungefähr so 300 bis 400 Gramm. Das reicht erstmal bis zum Mittag. Das sättigt sehr stark und ich habe damit in einem halben, dreiviertel Jahr fast 10 Kilo Substanz abgebaut, bin aber gleichzeitig auch stärker geworden. Den ganzen Tag über trinke ich sehr viel Mineralwasser und das Wasser unterstützt ja den Stoffwechsel, die Regenerierung und das allgemeine Wohlbefinden, liefert gleichzeitig viele Spurenelemente und Mineralien, was ja sehr wichtig ist, denn im Training oder auf Arbeit oder an warmen Tagen verliert man die ja. Hin und wieder mixe ich das auch mit Fruchtsaftkonzentraten, einfach nur für einen guten Geschmack und immer nur Wasser trinken, naja, ist halt auch nicht mein Ding.
Beim Wassereinkauf achte ich auf eine Vielseitigkeit von den Mineralstoffen, die drin sind. Es dürfen beim Mineralwasser keine Zusätze mit dabei sein. Und was natürlich wichtig ist und am besten ist, aus einer Bergquelle, denn das Wasser zieht dann aus den Gesteinen die Mineralien mit, die dann das Mineralwasser so hochwertig machen.